Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario und die Legende vom Eontor. Ja, wir sind gerade auf dem Mond und wir gehen jetzt einfach mal weiter. Bartomp ist hier jetzt unser Begleiter mal. Der kann die Gegner wenigstens umschmeißen. Wir freuen uns darüber, über diese gelungene Fähigkeit. Okay, das ist viel zu weit. Na. So, ich hatte in letzter Zeit auch voll Bock auf so ein Spiel, das heißt Zack und Wiki. Und das ist für Bee und eigentlich dafür könnte es einen Emulator geben. Daran könnte man auch irgendwann mal denken. Bäh. Geht weg da, geh weg da, geh. Mist. Da kommt dann gleich der nächste auf mich zu gerannt. Ach man, ich habe kaum noch Dingsies. Dann mache ich Erdbeben. So, weil jetzt sollten sie umgeschmissen sein, genau. Und jetzt kommt der Nebel, nein. So, und jetzt muss ich eigentlich nur noch auf anderen drauf springen und das sollte dann passen. Oder drauf bauen am besten. Irgendwie, ich mag Hammer immer mehr als Sprung. Yay, wir haben wieder eine Sternenenergie aufgefüllt und noch so ein scheiß Gegner und wir sind gesamt wieder aufgefüllt. So. Dann machen wir jetzt das. Ach ja, ich kann kein Erdbeben machen. Aber ich kann ein Maxi-Beben machen. Wo die ja auch gut Schaden nehmen sollten. Und wenn ich es richtig mache, habe ich ja auch 6 Punkte, wie ich den Schaden mache. Also. Mal schauen. So. Ja. Mist. Ich bin so ein verkackter Mensch manchmal. Warum? Nur 4 Schaden und der kann halt jetzt nicht mehr was machen. Der kann hier so ein Beben einsetzen. So, einmal auf die Fresse bitte. Ich meine, wir haben eh viel zu viele Items. So. Au. Einfach mal so die Decke runtergekracht. Au. So. Wir nehmen nochmal Ordenpunkte. Dass ich eben einen gewissen Orden aktiviere. Nee, jetzt hab ich. Ich gehe auf BP. Ich gehe auf BP, weil da die reichen uns nicht. Den Kampforden kann ich wann anders machen. Ach, noch mal Angriff. Schön, freue ich mich drüber. Aber ich mache jetzt einfach eins Erdbeben. Dann sind die nämlich eh schon im Rücken. Dann habe ich nämlich 2 Runden Zeit zu killen. So, einer schon mal down. Hä? Was? Ich wurde einfach mal eingeeist? Was ist denn das für eine Verarsche? Ich fühle mich manchmal von diesem Spiel mehr als nur verarscht. Kriege ich auch wirklich nur noch jeweils 3 Sternenpunkte? Nein. Und vor allem, es kommt. Das war jetzt nicht mal das Beschissenste an den ganzen Gegnern. Da kommt ja noch was. Das meinte ich mit, das kommt noch was. Diese Teile kennen wir ja alle schon. Ach nein. Aus. Nein. X, mach mal X. Ich kann einen Detonator machen. Kann meine BP verbrauchen. Wenn ich gut wäre, würde ich das auch schaffen, aber ich bin nicht gut. Okay, die anderen zwei habe ich wenigstens umgedreht. Aber jetzt lebt der Heini halt und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kill als erster ihn. Der Sprung geht. Heiße, jetzt macht der nämlich so eine Blase um sich. Das meinte ich. Bezweifle hier gerade so ein bisschen. Was mache ich mit Sternen? Das bringt mir auch alles nichts. Ich wüsste auch keinen Partner, den. Okay, ich könnte Barbara nehmen. Wir tauschen ihn aus gegen Barbara und Barbara macht jetzt diesen Feuerzauber. Ach Gott, da muss ich wieder die Knöpfe in der richtigen Reihenfolge erwischen. Ja, gut. Funktioniert das super. Jetzt
Jetzt hat der auch nur zwei um sich rum. Habe ich irgendein Item, was das gut macht? Ja, hier, der macht das weg. So, jetzt hat. Ich setze mal Items ein. Ich bin begeistert. Au. So, und der ist down. Ach, was für ein Kampf. Dafür krieg ich 10 Sternpunkte für so einen Kackkampf. Du verdoppelst du jetzt die Sachen? Ah. Ich weiß, wo wir hin müssen. Oh, das ist aber anstrengend, da hinzukommen. Oh, ich will nicht getötet. Fuck. Nicht auf Stachelgegner springen. Was mache ich? Ich springe auf Stachelgegner. Schön. Aber ich muss es erst den hinteren bekämpfen. Der hintere macht mir nämlich mehr Probleme als der vordere. Schauen wir mal, ob man von ihm vielleicht einen Schattenhieb machen kann. Okay, nein, da passiert nichts. Schade. Oh, Xen? Warum werde ich einen Down angegriffen? Warum? Ich mache doch nichts falsch. So, ich mach mal Erdbeben, dass er umfällt. So, jetzt liegt er schon mal noch ein wenigstens was. Schattenhieb. So, 5 Schaden genommen. Perfekt. Und er ist down. Mal gut. Jetzt hoffen, dass ich von diesen Arschlöchern da nicht getroffen werde. Wechseln auf Bart und. Er ist der Sternsplitter, interessiert mich gerade ein Scheiß. Ich stecke mich mal hinter dem Felsen und ich gehe da durch. Puh. Ja, da müssen wir hin. Da ist unsere Prinzessin drin. Ich nehme als Teammate Kuopio. So, einmal rein da. Okay, halt, Freund oder Feind. Aber das ist doch Mario. Und das heißt Angriff. Ja, blöd. Gut, Flucht in diesem Kampf nicht möglich. Kopio, machen wir einen Powerpanzer durch die beiden. So, Mario haut jetzt einmal mit dem Hammer auf der ersten Seite einer schon mal down, sondern der Powerpanzer war voll unnötig. So nach im Nachhinein, aber ich meine, ich habe da gleich so ein Aufheal-Ding. Och nee, die saufen ja dann immer irgendwas, um sich zu healen oder um so Superkräfte zu haben. Ich erinnere mich, dass das nicht meine Lieblingsgegner sind. Ja. Digression. Schön. Rückzug. Mario, diese Typen sind hier und das bedeutet doch. Natürlich, irgendwo hier muss auch das Sternjuwel befinden. Dann ist Peach bestimmt auch in der Nähe. Wir werden sie wir finden sie bestimmt. Ich glaube es nicht, aber okay. Ich glaube nämlich, dass Kusio sie irgendwo hingebracht hat. Weil er ja das Geheimnis von Tech entdeckt hat. Okay. Ich denke aber, Kuopio ist hier eine gute Wahl. Wenn nicht, wir können ja noch wechseln. Und tschüss. Wir gehen hier mal weiter. Oh. Okay, wir müssen uns den Weg hierher jetzt merken. Okay. Ansonsten hätten wir, glaube ich, immer einen Stromschlag gekriegt oder so. So, wir haben die Liftkarte erhalten und das Ding schaltet sich aus. Dieses Kunstwerk, da müssen wir jetzt noch öfter vollbringen, aber ja. Geht schon. So, draufgesprungen. Und er ist jetzt zu fünft. Nein, nur zu zweit. Wie schön. Freue ich mich doch drüber. Dann greift den ersten ins Kopion, weil dann ist er down. Schön. Und Mario macht einen Hammerschlag drauf. Ja, wir sind auf dem Mond und
Irgendwie bei Mario, da ist ja nicht so, dass die Angriffskraft nochmal steigt, sondern da ist er eigentlich immer, er bleibt genauso stark, wie er ist. Er kann höchstens halt seine BP, OP oder KP erhöhen. Weswegen er halt selber nicht wirklich stärker wird. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, aber Paper Mario, also in späteren Teilen gibt es ja sowas wie eine Erhöhung der Angriffskraft. Aber hier und im ersten eben nicht. Weswegen es die Kämpfe immer schwerer werden. Okay, UG1. Machen wir jetzt UG für UG, würde ich mal sagen. Okay. Oh, ein normaler. Ja, den One hätte ich. Oh. Ja, gut, den One hätte ich vielleicht schon, aber. Wir haben da hinten ein größeres Problem stehen. Okay, wir haben 100 Zuschauer. Ich vermute auch, dass wir demnächst eine noch größere Bühne kriegen. Aber ich bin mir nicht sicher, wann das genau ist. Ich glaube aber immer bei den 10er Leveln. So, und down ist der Arsch. So. Dann schauen wir mal, wie viel. Ja, genau, beim nächsten Level sind wir dann noch ein höherer Star. Okay, hier gibt es irgendwie so Zeugs. Zahnrad zuerst in Reparatur. Okay, ja, hier fehlt das Zahnrad. Ansonsten könnte man sich hier die Dinger holen. Die Lachorden, die waren irgendwie voll gut, aber ich weiß halt nicht mehr, für was genau die gut waren. Aber die waren gut. Das weiß ich noch. So. Okay, das sind jetzt ziemlich viele, aber mit dem Powerpanzer müsstest du das schaffen, oder? Perfekt. Also die Schwarzen haben eine Verteidigung. Die Weißen haben gar keine Verteidigung. Der Feuerblume, was werfe ich dafür weg? Oh, dieses Space Food. Bitte Passwort eingeben. Mario? Nee, keine Ahnung. Ja, vielleicht steht das trotzdem in diesem Raum da, wo gerade so ein paar Notizen hängen. Schauen wir mal nach. Vielleicht müssen wir auch erst nach UG2 runter. Okay. Nee, Zahnräder. Wir müssen erst in UG2. Okay, ja, ich glaube, das war auch so, dass man erst ins Untere musste. War ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Oh Gott, einfach so eine Basis in den Mond reingebaut läuft. Ich glaube, da ist das Labor, da wo die Prinzessin schon mal war und diesen Unsichtbarkeitstrank mischen musste. Oh, er hat mich angegriffen, obwohl ich ihn bespringen wollte. Ja, cool. Ah, cool, ich brenne. Schön, freue ich mich darüber, wenn ich mal wieder brenne. So. Läuft. Trinkt er das? Jetzt wirft er es. Er heilt sich, aber er hat keinen Schaden. Gut. So. Dann hüpfen wir mal hoch. Oder? Gibt's hier irgendwas? Eine Notiz? Das ist vielleicht das Passwort. Vortagsabend Kräutertees im Alltag. Um rege Teilnahme wird gebeten. Okay. Steht hier auch noch irgendwo was? Muss mein Zimmer aufräumen. Schreibt er sich auf? Morgen wichtiger Termin. Werde mich jetzt ausruhen, okay. Boah, verlassen ist Labor. Sicherheitscheck nicht vergessen. Okay, also hier ist nichts Wichtiges. Okay, das war dann praktisch nur für Peach damals wichtig, aber nicht für uns jetzt. Ha! Ich hab ihn einfach so mit Kopio angeschossen. Gut, ich hab Kopio den ersten allein.
Der erste hat auch null Verteidigung. Gut. Oh nein, der hat Cookie umgeworfen. So, hammerstark. So. Dann würde ich aber sagen, das war's erstmal mit dieser Folge. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht, auf dem Mond. Bis dahin. Tschüss.